Also, wir gucken nach Dortmund, denn das nochmal zur Erinnerung, also tatsächlich am 9. Spieltag ungewöhnlich früh diesmal, gutes Händchen gehabt, die DFL in dem Fall, werden wir also dann Dortmund gegen Bayern erleben in einer Situation, ja, wo es den Dortmundern ein bisschen besser geht. 3 Punkte sind sie aktuell vor den Bayern und plötzlich Moukoko ist der Mann, über den seit vielen, vielen Jahren viel geschrieben, gesprochen wurde, große Erwartungen. Jetzt war er endlich mal der große Macher gegen Schalke eingewechselt worden und das 1:0 erzielt. Und Julian Brandt und Trainer Edin Terzic haben sich ihre Gedanken über ihren Helden gemacht. Zum einen ist das Tor natürlich extrem wichtig. Ich glaube, er hat sich da jetzt auch so ein bisschen in die Geschichtsbücher geschrieben und auch in viele Herzen geschossen. Zum anderen natürlich, ich glaube, auch er lässt sich an Toren messen. Es ist das Wichtigste für ihn. Ich glaube, das hat man auch ein bisschen bei seinem Jubel oder wie er sich gefreut gesehen, dass er einfach auch so eine gewisse Last abfällt. Ja, Youssoufa ist ein Torjäger, das ist bekannt. Ihr kennt ihn halt, ihr seht ihn ein-, zweimal die Woche. Ich arbeite jeden Tag mit ihm zusammen mit meinem Trainerteam und es gibt, glaube ich, keinen Spieler in unserem Kader, mit dem ich häufiger und intensiver spreche als mit Youssoufa. Er arbeitet wirklich hart an sich. Er ist heute reingekommen, hat sich belohnt, nicht nur mit dem Tor, sondern hatte vorher schon 2, 3 richtig gute Möglichkeiten. Die letzten Male war es ein bisschen wild, als er eingewechselt wurde. Da haben wir nochmal drüber gesprochen, dass wir ihn fokussiert und ganz klein in der Stürmerposition haben wollen. Und genau da, wo er heute das Tor erzielt hat, da wollen wir ihn häufiger haben. Wir freuen uns einfach für ihn, dass er so ein wichtiges Tor gemacht hat und er ist heute unser Derbyheld. Wenn man Terzic so sprechen hört, habe ich den Eindruck, jetzt glaubt er dran, dass er ihn hinkriegt. Ja. Oder? Ja. Ausstrahlen alle. Und die Mannschaft hilft ihm, also Julian Brandt, der erklärt jetzt. Immer noch gefühlt aber, 18-Jährige. Ja, eben. Der alle, der. Der wächst, kennt das auch. Wächst auch. Natürlich ist das so. Hochgejubelt, größtes Talent, tralala. Und jetzt geht alles und dann nochmal einem Älteren durch die Beine gespielt und jubelt, Trubel, Heiterkeit und auf einmal kommt das normale Loch. So, und Moukoko mit 16 oder mit 15 oder mit 13 hat er erste Liga gespielt. All diese Dinge haben wir begleitet und hoch mit normaler Reflex. Und dann passieren Dinge, die im Buch stehen. Dann geht es erstmal wieder runter und jetzt ist er da und sie strahlen alle dort, weil sie sagen, das hätten wir vielleicht, wenn er uns das vorher gesagt hätte, dass er gegen Schalke trifft, hätten wir vielleicht die eine oder andere Mittelstürmerentscheidung nach der traurigen Geschichte mit Allaire, hätten wir vielleicht anders gemacht. Denn mit Modest, das funktioniert nicht. Sie spielen die Bälle nicht so rein wie... Er tut einem fast ein bisschen leid. Man hat den Eindruck, er gibt wirklich alles. Er macht Wege, etc., aber er kommt überhaupt nicht ins Spiel. Naja, weil die Bälle, er ist vielleicht der beste Kopfballspieler der Liga und sie spielen die Bälle nicht dahin. Weil es ist nicht ihr Fußball, dieses Geflanke. Obwohl das hier eine Flanke war, aber das war, wenn man das gesehen hat. Es ist anders. Und er ist ein völlig anderer Typ. Also der wird ganz sicher, ein richtig guter Fußballspieler noch. Sein Vertrag läuft aus 2023. Sebastian Kehl hat bei den Kollegen von Sport1 dazu Stellung bezogen und sagt, wir sind seit geraumer Zeit in Gesprächen. Beide Seiten wissen, was sie voneinander haben. Youssoufa weiß, dass der nächste Schritt wichtig ist, dass er einen Club braucht, der auf ihn baut. Dass der Junge jetzt schaut, wie er zum Zug kommt, ist normal. Er weiß aber auch, dass er mit 17, wichtig, nicht den wirtschaftlich größten Vertrag unterschreiben muss. Also der sanfte Appell, nicht nur auf die Zahlen zu gucken, sondern auch auf die Gespräche zu hören, die offenbar gerade Terzic, merkt man, das hat er auch offenbar zu seinem Projekt gemacht, den Jungen, der ja wirklich in Dortmund eine Jugendkarriere durchlaufen hat, wie es sie noch nie gegeben hat, dahin zu bekommen. Sie glauben, er bleibt? Im Moment ja. Im Moment glaube ich. Also Dortmund nach dem Spiel, wenn, dann liegt sie an ihm. Jetzt würden die Fans, glaube ich, die Geschäftsstelle niederreißen, wenn sie ihn jetzt nicht sofort. Aber Kehl hat so richtig gesagt, er will auch gucken, wo er zum Zuge kommt. Und natürlich muss so ein Junge jetzt spielen. Also jetzt Musiala. Jetzt irgendwann kommt der Moment, wo du nicht sagst, ja, pass auf, den kriegen wir irgendwann hin. Irgendwann, der ist ja noch so jung und der hat noch Zeit. Guck mal, Barcelona, Gavi, Pedri, will nicht Vergleiche ziehen. Aber du, in dem Alter musst du irgendwann spielen. Sonst kommt der nächste Schritt einfach nicht. Punkt. Und der nächste Schritt muss kommen, also muss er spielen. Ich glaube, sie kriegen es hin. Aber vielleicht doch ein Jahr ausleihen, möglicherweise, denkbar, um ihm richtig Spielpraxis zu geben. Denn dass er jetzt Stammspieler sein wird in der kommenden Saison,
Das sehe ich noch nicht unbedingt. Ich auch nicht. Und das muss er sich überlegen. Und das müssen sich die Dortmunder auch überlegen. Das sind dann vernünftige Gespräche. Es geht doch nicht, ich glaube auch nicht, dass sein Berater jetzt sagt, pass auf, ihr zahlt so und so viel, ist dann wurscht, ob er spielt oder nicht. Das konntest du mit Pizarro oder so. Er sagt, du weck mich nachts um drei, da komme ich mal für 5 Minuten rein, aber die zahlen muss ich. Sie werden sich einigen, ich glaube schon. Und dann wird man überlegen, was ist wirklich eine Möglichkeit. Und auch das muss ja dann auch ein Club sein, wo es um was geht ein bisschen. Also irgendwo, wo soll in der zweiten Liga Stammspieler und es geht um nichts für ihn. Das ist es nicht. Das ist nicht einfach. Was ist schon einfach im Leben? Und wir bleiben bei der Bundesliga-Tabelle und hören uns mal an, wie es bei Brandt und Terzic denn ankommt, dass sie jetzt plötzlich vor den Bayern stehen mit 3 Punkten. Los geht's. Wir haben jetzt 15 Punkte, das war uns extrem wichtig, dass wir das Spiel heute einfach gewinnen, dass wir erstmal einen sauberen kleinen Cut machen. Und natürlich guckt man immer so ein bisschen links, rechts. Mich wundert sogar, dass sie das verloren haben, wenn ich ehrlich bin. Aber am Ende ist es uns auch nicht so wichtig, weil wir müssen einfach weiter Gas geben. Also es ist jetzt genau 7 Tage her, da wurden wir zu Recht richtig auseinandergenommen wegen der Leistung in Leipzig. Wir haben danach eine gute Leistung gezeigt bei Manchester City, was nicht leicht ist, wo wir 122 Kilometer gelaufen sind und dann sehr enttäuscht waren mit dem Ergebnis und der Schlussphase. Dann sind wir heute so rausgekommen, so fokussiert, so klar, so geduldig und haben das Derby gewonnen. Und darüber freuen wir uns heute. Wir werden jetzt 1-2 Tage ein bisschen runterfahren, ein bisschen Kraft tanken und dann werden wir anfangen zu arbeiten und uns vorzubereiten auf das nächste Spiel. Das ist in 2 Wochen gegen Köln. Das wird nicht leichter als das heute. Soweit also Terzic. Ja, sie trauen dem Braten noch nicht so ganz, die Dortmunder. Was ich noch auffällig finde, ist, dass das jetzt schon der 4. 1-0-Sieg der Borussen in dieser Saison war. Das ist ja so ein Ergebnis, das man eigentlich mit Borussia Dortmund seit langer, langer Zeit nicht mehr verbindet, sondern da denkt man eher an 4-3. Ja. Oder 3-4. Oder 3-4. Und insofern ist das... Nee, nicht nur wegtun, sondern das ist der entscheidende Punkt. Sondern... Lass uns mal zu Null spielen. Lass mal gucken. Und dann gucken wir mal, was nach vorne mit dem allem, was wir haben. Und sie haben Qualität nach vorne. Mal sehen, was dann kommt. Aber lass doch mal, wie wäre es, wenn wir mal ein bisschen zu Null spielen, dann verlieren wir nicht hoch. Ist das ein Entwicklungsschritt, den man da schon beobachtet? Oder ist das zu früh zu sagen? Ist noch ein bisschen früh, aber du hast das Gefühl, da passiert ein bisschen was. Aber nochmal, der Terzic hat es so gerade gesagt. Ja. So viel Kurzzeitgedächtnis müssen wir uns dann schon gönnen. Ja, das ist ja eine Sendung her, Herr. Eine Woche her, ja. Vor 2 Sendungen sind die vermöbelt worden nach Strich und Faden. Und da gab es richtig für hinten einmal. Das ist auch Dortmund noch. Deswegen, es ist noch ein bisschen früh. Und alles, was aus Dortmund gesagt wird, nicht nach dem Derby bitte, nicht nach einem gewonnenen Derby, weil da kann ich keine Sachlichkeit unterstellen. Das ist erstmal wichtig. Puh, die Hälfte der Dinge, die wir regeln müssen in der Saison, haben wir jetzt mal gestern geregelt. So, und danach, und auch Moukoko, das ist ein Tor im Derby, das zählt für, weiß ich nicht, müssen andere 5 Dinger machen. Ja, und dann haben wir natürlich noch das Drama um Marco Reus erleben müssen. Am Samstag musste verletzt ausgewechselt werden. Edin Terzic hat sich auch dazu unmittelbar nach dem Schlusspfiff geäußert. Und man merkt, wie sehr er mitfühlt. Es gibt vielleicht noch eine Person, mit der ich häufiger spreche. Das ist unser Mannschaftsarzt in den letzten Tagen und Wochen. Mit Marco ist extrem bitter. Die Situation war sehr unglücklich, wie so häufig in seiner Karriere. Er war in absoluter Topform, hat super performt, war topfit, war komplett gesund und dann passiert sowas. Ich konnte nur kurz in der Halbzeitpause einmal mit ihm sprechen. Es ist halt das Sprunggelenk. Wie schwer jetzt die Verletzung ist, das können wir jetzt heute noch nicht beantworten. Wir hoffen einfach, dass unser Capitano nicht allzu lange ausfällt. Wir haben dann gesagt, dass wir das Ding auch für ihn gewinnen wollen. Das haben wir geschafft und wir wünschen unserem Capitano eine schnelle Genesung, dass er ganz schnell wieder zu uns kommt. Da stand die Diagnose noch nicht genau fest. Ein Außenband ist gerissen. Man geht von 3 bis 4 Wochen Pause aus, wenn es ideal läuft, Herr Reif. Ich glaube, Fußball Deutschland hat in diesem Moment, alle haben mit ihm gefühlt und dachten nur, nicht schon wieder. Ja. Und deswegen ist es gut oder ist es glücklich oder Gott sei Dank ist es eine Verletzung, mit der kann er noch zur WM. Und er wird alles dafür tun. Und mehr kannst du nicht sagen, weil ehrlich, als ich die Szene gesehen habe, dachte ich, das ist nicht wahr. Warum, gerade auch warum? Seine eigene Reaktion darauf, da hatte ich noch viel, viel Schlimmeres erwartet in dem Moment. Ja, weil, naja, aber stellen Sie sich mal vor, was in seinem Kopf vorgeht. Nicht schon wieder. Furchtbar. Also deswegen,
alles erdenklich Gute und schnellstmöglich wieder. Gute Genesungswünsche im Namen aller Fußballfans, lieber Marco Reus, auf dass wir Sie bald wieder auf dem Platz erleben können und vielleicht ja auch bei der WM. Mal sehen, was Hansi Flick da genau vorhat.